MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Omsi 2, Hashtag Kevin A, du kannst mich mal. Ja, zurück, willkommen, bla, zu Hashtag Wunsch, genau. Der gute Kevin war nämlich in den Kommentaren unterwegs und wünscht sich tatsächlich die Karte Waldhofen, die Linie 595, mit einem C2 Capacity. Und wir wissen alle, dass das pures Chaos und Aufregen wird. Aber okay. Lieber Kevin, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit deinem Karten- und Fahrzeugwunsch. Oh. Das geht doch niemals gut. Das geht niemals, geht das gut. Eigentlich dauert die Tour 14 Minuten. Sie wird länger dauern. So, 13.30 Uhr ist Abfahrt. Wir gehen auf 13.28 Uhr. Mein Force Feedback nervt. Wir fahren übrigens die Capacity-Variante vom Omsi Finlay. Das nur mal so am Rande. Wetter. Real. Regnet es nämlich. In Troisdorf regnet es nämlich auch. Oh, einmal auf Intervall. Fahrgastraumbeleuchtung an. Oh, das wird so schlimm. Und... Oh, ich habe einen Rückwärtsgang noch drin. Dann kurven wir mal los. Oh, das wird so schlimm. Ohne Scheiß, ey. Aber Wunsch ist Wunsch. Der Kevin dachte sich wahrscheinlich auch. Mit Innsbruck können wir Mario nicht kriegen. Innsbruck fährt da ja nicht. Ja, hier überall anecken. Das ist wunderbar, genau. Und wenn wir den Mario mit Innsbruck nicht kriegen... Dann wünschen wir uns halt einfach mal Terror in Waldhofen mit so einem Wunsch. Oh Gott. Nächste Haltestelle, Klappmütze. Ja, Kevin, du bist auch so eine Klappmütze, ohne Witz, ey. Ehrlich jetzt. Klappmütze. Ich mag ja Waldhofen, aber 595 mit der Karre ist gemein. Zumindest für mich. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das schafft, ohne irgendwo anzuecken und ohne Bordsteinkanten, Hals Maul, zu überfahren, keine Ahnung, aber bei mir gibt's das nicht. Und ich glaube, das war auch Kevins Intention, mich mal wieder richtig schön fluchen zu hören. Alter. Naja. Gucken wir mal. Klappmütze. Hm, nee, ist klar. Oh, jetzt wieder links rum und dann wieder rechts rum. Die Kiste hier ist so lang. Ist niemals für Waldhofen gedacht. Ihr wisst das. Und ich weiß das auch. Aber gut, Kevin. Du hast es ja nicht anders gewollt.
Hätte ich auch AGG 300 fahren können. Wäre genauso bekloppt. Nicht zu laut sagen, sonst kommt nachher noch einer auf irgendwelche Ideen. Bin ja eigentlich jemand, der solche Wünsche nicht erfüllt, weil sie einfach, ja, nicht ordentlich umsetzbar sind. Aber komm, was soll's. Ich hab mir beim Kevin jetzt gedacht, komm. Das machen wir mal. So. Und hier fängt der Schrecken dann gleich schon an. Man sieht's bei Omni-Navigation. Kollisionen sind natürlich an. Was auch sonst. Nächste Haltestelle, Kiepenkerl. Diese Brücke, ne? Niemals geht das. Nee, war klar. So. Ja, du fehlst mir noch. Einfach rum. Oh. Nächste Haltestelle, Garenfeld. Ja, gar bin ich jetzt auch da. Und ja, ihr dürft jetzt aussteigen. Naja, es ging ja jetzt gerade noch an der Brücke, aber dass das doch nicht funktioniert, das war doch so klar. Das haben wir alle gewusst. Aber okay. Ist mir immer noch lieber als Innsbruck. Nächste Haltestelle, Wendenburg. Wendenburg, ja, Wenden, das ist immer so eine Sache. Mit der Kiste hier nirgendwo. Doch, die Bussteige sind so schön klein. Ich meine, guckt euch das mal an hier. Was sagt denn mein Timing? Ah ja, komm, minus 03. Hauptsache pünktlich. Auch wenn die Kiste danach um Schrott kann. Nächste Haltestelle am Knepper. Ja. Am Knepper. Nein, das geht schief. Ah. Weit ausholen. Das ist wie, wenn so ein
21 Meter Ungetüm in Troisdorf unterwegs ist und dann auf der 501 kleben bleibt, weil er an der Ecke nicht rumkommt. So fühle ich mich gerade. Genau so. So. Komm. Hubbeln. Hubbeln. Ja, hubbeln. Genau, hubbeln. Hahaha. Kommt er nie vorbei. Kommt er nie vorbei. Nächste Haltestelle, Albringhausen, alter Bahnhof. War klar, sag ich doch. Kommt er nie vorbei. Albringhausen, alter Bahnhof, ja. Alle Mann raus. Ihr seid mutig. Hallo. Hi. Guten Tag. Tag. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch antut. Nächste Haltestelle, Zuschlag. Ja, Zuschlag. Zuschlagen würde ich auch gern. So, hier ist Wildwechsel. Können wir ein bisschen Gas geben, damit das Wild auch gut verteilt wird. Oh, nein. Zu viel Gas! So. Will am Zuschlag jemand mit? Natürlich. War doch klar. Komm. Was für ein Wunsch. Aber ich habe gar nicht so viel geflucht. Es ging noch. Schloss, Parkplatz. Ja, genau. Schloss, Parkplatz. Ich erwähnt, dass mir der Regen dezent auf die Nerven geht. Siehst du wieder nix. Hier ist 70, weiß ich. Ich bin ein bisschen fixer unterwegs, aber muss den Capacity ja auch mal ausfahren, ne? Der muss ja mal richtig auf Touren kommen. Außerdem, je schneller und, ne, somit mit mehr Gewicht und Aufprallgeschwindigkeit wir so einen Hirsch treffen, desto schneller haben wir Ragout. Ich gebe jetzt gerade übrigens kein Gas. Ich habe beide Füße vom Pedal. Hier sollte ich ein bisschen bremsen. Sonst schießt es mich hier nämlich aus der Kurve. Alle hopp. So. Ei, gucke mal. Ich komme. Mal Platz. Ich könnte bremsen, ich will aber nicht. Ja, doch, komm. Oh, ihr fahrt aber dezent langsam in die Kurve. Also mit einem Solo-Bus hätte ich die drei überholen. Mit einem Gelenkbus vielleicht, aber mit dem Capacity, nee. Bis ich da mit dem Heck auch sicher dran vorbei bin, hänge ich im Gegenverkehr. 100 pro. Da bleiben wir schön dahinter. Da bin ich safe.
Okay. Der ist zu faul, den Berg hochzulaufen, deswegen fährt er. Ui, dieser Frost, die ist nichts für meine alten Beine. Ja, ist nicht schlimm. Sind ja jetzt da. Nächste Haltestelle, Schloss Saltama. Boah, komm. Alle hopp. Was geht noch? So, Kevin, toller Kartenwunsch, toller Fahrzeugwunsch. Bitte nicht öfter. Das muss nicht sein. Am Badbergschleife. Ja, nee, ist klar. Ja, wenn ich jetzt umschalte, genau, dann geht's zurück. Hä? Ja, genau. Nach Badbergschleife geht es dann zurück. Genau. Tun wir aber nicht. Kurze Folge, lieber Kevin, vielen Dank für diesen Wunsch. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!